So, wir haben mal wieder ein ganz super tolles Argument. Guck dir mal die christlichen Länder an und die muslimischen. Länder muslimische zerstört, Krieg, christliche schön, Frieden und so weiter und so fort. Erstmal, das Christentum gibt es nicht nur in Europa. Nummer eins. Nummer zwei, der blutigste Krieg momentan findet zwischen Russland und der Ukraine statt. Und die sind christlicher als Deutschland, beispielsweise. Das nur mal so nebenbei. Okay? So, dann, wenn wir die Weltgeschichte anschauen, waren die Hauptschauplätze der zwei Weltkriege die christlichen Länder. Oder willst du jetzt nur nach der heutigen Zeit gehen? Dann, die Länder mit der höchsten Kriminalitätsrate. Nummer 1, El Salvador, christlich. Nummer 2, Honduras, christlich. Nummer 3, Jamaika, christlich. Nummer 4, Lesotho, christlich. Nummer 5, Trinidad, christlich. Nummer 6, Kolumbien, christlich. Nummer 7, Bahamas, christlich. Nummer 8, Belize, christlich. Nummer 9, Südafrika. Nummer 10, Brasilien. Alles christliche Länder. Die blutigsten Kriege der Weltgeschichte. Zweiter Weltkrieg. Nicht muslimisch. Mongolen, also zumindest muslimische Länder, nicht der Hauptschauplatz. Ja, aber die muslimischen Länder, ganz kleiner Nebenschauplatz. Und vor allen Dingen Länder, die sich von der Scharia losgesagt haben. Mongolische Invasion, dritte Königreichskrieg, zweite chinesisch-japanische Krieg, Qing-Eroberung, Taiping-Rebellion, erster Weltkrieg, Lushan-Rebellion, Eroberung Amerikas, bis zu 138 Millionen Tote, Dangan-Revolte. Alle diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blutigsten Kriege haben nichts mit dem Islam zu tun. Der blutigste Religionskrieg bis zur heutigen Zeit ist der Dreißigjährige Krieg. Von daher, deine Argumentation, absoluter Garbage Truck Juice. Und bevor ich es vergesse, diese ganzen Kriege fanden nicht in den islamischen Ländern statt. Das heißt, die Kriege in dieser ganzen Zeit, die islamischen Länder haben in relativ krasser Ruhe gelebt. Die größten Kriege fanden auf dem europäischen Kontinent statt und auf dem asiatischen Kontinent statt, wo die Buddhisten sind. Ganz klar, das sieht man hier. Warum gab es das nicht in den muslimischen Ländern? Warum gab es, ich sage nicht, dass es da gar keine Konflikte gab, aber ich rede von der Relation. Das sind Statistiken. Und nicht irgendwie Statistiken von Islamhassern zusammengestellt mit groben Schätzungen von 80 Millionen Toten angeblich bei der Eroberung Indiens, wo es auf der Welt nur 300 Millionen Einwohner zu diesem Zeitpunkt gab. Versteht ihr? So, das heißt, seit wann sind die muslimischen Länder in dieser Unruhe? Seit wann? Seit die Grenzen dort gerade gezogen worden sind und die Scharia abgeschafft wurde. Durch wen? Durch wen? Durch die Kolonialherren. Insbesondere der Briten und der Franzosen. Das ist eine klare Sache. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Hast du im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Schau dir mal an, was in Algerien passiert ist, was in Marokko passiert ist, was in Tunesien passiert ist, was in Ägypten passiert ist. Diese Länder sind alle erobert worden, angegriffen worden. Die Menschen sind getötet worden. Und dann wurden die Grenzen gezogen. Und deswegen gibt es bis heute große Konflikte in diesen Ländern. Wie zum Beispiel, warum haben die Kurden kein Land? Beispielsweise. Das sind zum Beispiel Ursprung von, das ist zum Beispiel Ursprung von Konflikten. Oder warum wurde Israel Leuten gegeben, die seit Jahrhunderten nicht mehr da gelebt haben? Denn die Juden, die dort gelebt haben seit Jahrhunderten, mit den Muslimen zusammen, die hatten ja keine Probleme dort gehabt. Ganz im Gegenteil, die sind ja vor den Pogromen im christlichen Europa geflohen. Der Antisemitismus ist ein europäisches Phänomen. Es gab keinen Holocaust in den islamischen Ländern. Oder bist du ein Holocaust-Verharmloser? Vorsichtig. Vorsichtig. Es gab keinen Holocaust in islamischen Ländern. Die Juden, die aus Europa geflohen sind vor Pogromen, verspreche mich immer, sind wohin geflohen? In die muslimischen Länder. Da gibt es sehr, sehr viele Zeugnisse darüber, die ich hier aufzählen kann, wenn du Lust dazu hast. Weil dann siehst du alt aus.